Ich kann mal lunzen, was der andere drüben macht. Du, du, du. Den gerade mal ab. Oh, hallo. Hallo. Fahre ich denn jetzt nicht mehr? Und wie voll warst du denn? Ich glaube 69%. Ja. Also ich hätte jetzt runter zu es auch abgetankt. Ja, passt schon. Ich dachte, ich fahre mal gerade vorbei. Ja, Sojabohnen gehen ja nicht so viel. Ich habe nur mein Feldgerät hier, meine Maschine, die zeigt mir an, dass ihr Feldkalk benötigt. Ja, ist egal, ich verkaufe das Feld sowieso jetzt. Ah, also sie räumen noch mal ab und dann... Genau. Ah. Gut. Also ja, weitermachen. So. Ja. Ja, schön auf den Deckel. Und dann fahr ich noch rüber. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo? Hallo? Achso, hi, Harry. Jo, ja, ich hab dir das Geld überwiesen. Ja, wie viel war's denn? 30.000. Okay. Gut. Also war jetzt nicht dein Kollegen hin. Ja, was kriegst du? Wie viel soll ich da verlangen? Na, weiß ja nicht, was du verlangst für einen Transport. 1.000. Jo, dann überweise ich dir das, gell? Jo. Danke. Okay. Tschüss. Gut, was habe ich da noch für Geld? So, gut. Dann hoffe ich mal, dass mir das ordentlich Geld reinbringt. Ah, warte, dem Jürgen kann ich den Auftrag geben. Volker Varuna hier, hallo. Hallo, wo bist denn du? Ich bin gerade bei meinen Feldern noch. Ah. Warum? Ich habe mir den Traktor geholt. Bordwände ab oder rund drauf? Ah, wie viel geht denn noch drauf? Ich komme gerade rüber. Ich glaube, eine geht noch oben drauf, eine Reihe. Ja, mach mal so viel wie geht. Okay. Ey, ich hab mein Feld auch verkauft schon, ne? Ja, und? An, hier auf dieser Seite, wie du gesagt hast, 3 gehen, ne? Was, ja, dann mach voll drauf. Ei. Kosten aber 8.000. Ey. Wegen Freundschaftspreis mach einfach nur 6,5. Hat ja nicht lange gedauert. Was soll ein Mist. 6,5. Meins hat fast 100.000 gebracht. Also ich hab da dann so einen anderen Bauern hier verkauft, keine Ahnung wie der hieß. Okay. Jo, danke. Okay. Wurde das Geld bei dir abgezogen, von deinem Konto? Ja. Ah, okay. Wo hab ich denn jetzt so viel Geld her? Holz? Ah, die 6,5 waren noch nicht abgezogen. Okay, ich habe jetzt gerade 30.000. Dann würde ich dir einfach sagen, ich krieg gleich nochmal Geld rein vom Landhandel. Ja. Für die Sojabohnen. Dann würde ich sagen, kannst du einfach mal anfangen, das Gewächshaus unten neben das andere
zu stellen. Ja, dann komme ich jetzt gleich runter. Jo, ich hole nämlich gleich noch mal ein bisschen Mist beim Landhandel. Jo, okay. Danke, tschüss. Ciao. Oh, jetzt ist gerade der Neumann weggefahren, glaube ich. Volker, du hast einen Anhänger abgekuppelt. Ja, habe ich gerade auch gemerkt, Junge. Ich wollte gerade zum Mist fahren, denke ich, ja, stell's mal so hin, dass du beladen kannst. Und habe ich gemerkt, dass der Anhänger fehlt. Das war wieder ein Fail. Gut, danke. Jo. Ich dachte gerade, wo ist der Anhänger hin, ey? So, jetzt. Ob ich mich bei denen einfach selber bedienen soll und mir den Mist aufladen. Und wie kommt der Dinger da überhaupt hoch? Schlüssel habe ich. Dann gucken wir mal. Krieg ich denn hier Mist? Ah, jetzt. So. Ich denke mal, der Herr Neumann wird nichts sagen. Vielleicht fahre ich das Ding dann mal noch ein bisschen aus. Dann. So. Das ist aber merkwürdig hier. Ich glaube, das kostet Geld. Ich glaube, ich rufe lieber mal den Neumann an. Ja. Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Ich bin gerade bei Ihnen und verlade gerade ein bisschen Mist. Ach so, daher kam die Abbuchung. Ah, merken Sie sich, was abgebucht wird? Ja, Sie haben bisher erst einmal was abgebucht. Also einmal. Nee, zweimal. Okay. Waren zwei Schaufeln bisher. Hab mich nämlich gerade schon gewundert. Das hat mir war für mich sehr merkwürdig. Alles klar. Gut, ich melde mich dann, wie viel es waren. Jo. Danke, tschüss. Tschüss. Glück gehabt. Dachte nämlich schon, irgendwie ist es ein bisschen komisch hier. Dritte Schaufel. Mm-hmm.
5. Geht auch noch rein. Ich weiß gar nicht, wie viel da reinpasst. Sechste Ladung. Wie viel da drin ist. Habe ich wirklich kein Gefühl dafür. Hallo? 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 Hi. Hallo. Und? Ja, alles gut. Bei mir alles bestens. Ja. Bei Ihnen auch? Ja. Laden Sie Mist auf. Ja, ich brauche was. Hab noch ein Gewächshaus gekauft. Ah. Ja. Gewächshaus. Ja. Was haben Sie denn da drinnen so? Ich glaube, eine Gurke habe ich bisher und jetzt lasse ich mir gerade noch ein Tomatengewächshaus hinstellen. Ah, ja, das ist schön. Ja, Gemüse schmeckt am besten aus dem eigenen Anbau. Ja, da haben Sie recht. Deshalb. Den Mist schön vergraben, dann ja, passt. Ja, Naturdünger ist der beste. Ja, passt. Gut, muss aber weitermachen. Bei Ihnen, was ja. Machen Sie so? Immer noch? Ja, ich fange jetzt bei Melu an zu arbeiten. Ah, okay. Hab ich vor und der Herr Neumann hat gesagt, es ist auf Abend, dann können wir die Zettel unterschreiben und alles. Sie ist ja nur noch gerade da drüben, glaube ich, in dem Telefonat. Jetzt habe ich mich mal kurz umgeschaut hier auf dem Hof und dann habe ich halt sie entdeckt. Okay. Haben Sie den Herrn Stromberger erreicht? Nein, ich habe ihn nicht mehr gefragt. Ich fange jetzt beim Lohnunternehmen an. Okay. Dann ja, ist, denke ich, auch gutes Geld. Ja. Passt. Okay. Tschüss. Gut, tschüss erstmal. So, okay. Hat das Elu wieder einen neuen Mitarbeiter? Das ist ja auch gut. So. Gut, dann gucke ich gerade mal, ob der hier irgendwo rumrennt. So, wo ist denn der Neumann? Ja, ich suche ihn auch gerade, weil ich glaube, vorhin war er noch da drüben. Aber. Okay. Ja, ich rufe ihn mal kurz an. Ich glaube. Herr Neumann? Ja, hallo. Ich wollte fragen, was Sie jetzt für den Mist kriegen. Wie viele haben Sie? Sechs. Wie viele Schaufeln? Sechs. Einen Moment. $15,840. Sind 690 Euro. 600, okay. Gut, schicke ich Ihnen. Jo. Der Herr Schmidt steht bei Ihnen. Der hat irgendwas gemeint, er müsste Papiere unterschreiben. Ach so, ja. Weiß ich Bescheid. Jo. Gut, bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ludwig? Ja? Ich habe ihm Bescheid gegeben, dass du hier stehst. Ach so, okay. Danke. Bitte. Tschüss. Tschüss. Mal gespannt, ob der schon das Gewächshaus hingestellt hat. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal genügend Mist. Ach, einen Service wollte ich noch machen lassen. Ah, hab ich ganz vergessen, ey. So, ich hoffe auch, das Geld vom Landhandel kommt relativ schnell rein.
Dann kann ich nämlich den Jürgen erst bezahlen und vorher nicht. Ereignisreicher Tag heute wieder. Viel passiert. Aber wir haben gut Geld verdient eigentlich auch. Obwohl es nicht so viel ist.